Am meisten ärgert sich Ellen Porps über sich selbst. Normalerweise falle sie nicht auf Betrüger rein, aber der Stress um das verstopfte Rohr habe ihr Gehirn kurz aussetzen lassen. Er war sehr aufdringlich und unangenehm. Und würde eine Freundin mir sowas erzählen, würde ich sagen, was spinnst du? Der hätte von mir einen Tritt in den Hintern bekommen und wäre draußen gewesen. Ellen Porps lebt in Kassel. Mehrere Tage ist das Abflussrohr verstopft, also beauftragt sie die erstbeste Firma, die sie im Netz findet. Der Mann, der zu ihr kommt, ist ihr direkt suspekt, verhält sich unfreundlich und nach wenigen Minuten kommt es zu den ersten Problemen. Dann arbeitete er sich hier so durch und fing an zu stöhnen. Ach Gott, hier komme ich ja gar nicht weiter und das Gerät macht da auch seltsame Geräusche. Oh, da muss ich jetzt mal die Kamera holen, wenn Sie damit einverstanden sind, sonst weiß ich hier nicht, wie ich das hier lösen soll. Das ist auch der Moment, an dem Ellen Porps zum ersten Mal stutzig wird, denn plötzlich soll sie auch ihren Namen und weitere persönliche Angaben in die Handykamera sprechen. Außerdem soll sie direkt zu Beginn ein Dokument unterzeichnen, in dem festgeschrieben ist, dass sie pro Rohrmeter 38 Euro zahlen muss. Da sie davon ausgeht, dass die Rohrleitung nicht sehr lang sein kann, klingt das für sie erst nicht dramatisch, bis die Rechnung kommt. Ich habe hier an die 18 Meter gebohrt. Also da war ich ja schon mal einmal platt. Das entspricht plus Gebühren 1050 Euro. Ellen Porps soll erst per Kreditkarte bezahlen, doch weil das Kartenlesegerät angeblich nicht funktioniert, soll sie das Geld abheben. Das ging mir dann nur doch eine Nummer zu weit. Also sag ich, nee. Wenn Sie so eine seriöse Firma sind, dann schicken Sie mir doch einfach ganz normal eine Rechnung per Post. Nachdem der Handwerker gefahren ist, informiert sich Ellen Porps, was so eine Rohrreinigung wirklich kostet. Auch wir holen Mike Menke dazu. Er ist Sachverständiger und überprüft für uns, ob das wirklich sein kann. Hier wurde uns vorgegaukelt, dass wir hier 17 Meter Rohrleitung haben, nachgemessen. Nachweisbar haben wir maximal 5 Meter Rohrleitung. Laut Menke hätte der Einsatz maximal 100 Euro kosten dürfen und er gibt weitere Tipps, wie sich potenzielle Opfer vor solchen Betrugsmaschen schützen können. Dass ich darauf achte, dass ich eine regionale Telefonnummer anrufe, dass ich wirklich ortsansässige Firmen poche. Wichtig sind beschriftete Fahrzeuge, vernünftige Arbeitsklamotten, dass man auch Namen hat, dass man überhaupt weiß, wer da ist. Denn sehr oft weiß man gar nicht, wenn die weg sind, wer war denn überhaupt hier. Ellen Porps bekommt wenige Tage nach der Reparatur Post. Doch sie ignoriert die Zahlungsaufforderung. Nach der dritten Mahnung soll sie knapp 1268 Euro zahlen. Doch ist sie dazu verpflichtet? Das fragen wir die Verbraucherzentrale in Frankfurt. Wenn ich von Wucher ausgehe, kann ich sogar sagen, das ganze Geschäft ist nichtig und ich muss gar nichts bezahlen. Und ich muss auch dann nichts bezahlen, wenn das Werk, also die Leistung überhaupt nicht erbracht wurde und wirklich was am Ende auch noch kaputt gemacht wurde und der Schaden gar nicht behoben wurde. Immerhin, das Rohr haben die Abzocker repariert. Deswegen hat die 71-Jährige 200 Euro an die Firma überwiesen. Seitdem hat sie nichts mehr gehört. Und bei der nächsten Rohrverstopfung wird sie sicher zweimal prüfen, wen sie sich ins Haus holt.